Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bekommen. Beziehungsweise habe ich, es ist ein Portal, da kann man sich anmelden. Und da waren halt welche, wo man denn halt Videos gerne machen möchte, und ich habe mich beworben, dass ich gerne zu Paudin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Paudin, ein Video machen möchte. Das ist ein Messer, was wir uns jetzt angucken werden und auch benutzen werden. Ich fand es vom Style richtig geil. So. Soll auch sehr scharf sein. Hier sehen wir den Paudin. Was dieses chinesische Schriftzeichen bedeutet, ich habe keine Ahnung. Da müsste ich dann mal nachfragen. So, hier auf der anderen Seite hinten haben wir dann natürlich Modellnummer N1, N4, N5, N6, N9. Ich weiß nicht, ob da jetzt das alle zusammenzählt oder ob da irgendwas angestrichen sein sollte. Paudin Kitchen Knife. Also Messer. Manufaktur Shenzhen. Ja, China halt. Ne? Shenzhen ist China. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wie geht das jetzt auf? Achso, rum. So. Da haben wir hier so ein schwarzes Heftchen mit bei. Da sind dann die ganzen anderen Produkte von Paudin drin. Oh, die haben so ja kleine Messer, die habe ich gar nicht gesehen hier. Cool. So ein Beil habe ich auch noch nicht. Das sieht, das ist auch gut. Ach, hier so ja noch hier. Steak S3. Also Steakmesser, also Steakknife S3 und Steakknife S4. Die sehen beide geil aus, obwohl das breitere so ja ein Stück geiler aussieht. Hier auch nochmal ein breiteres. Ach, guck mal an, hier steht auf der anderen Seite, steht so ja in Deutsch Steakmesser S3, Steakmesser S4, Hackmesser Nummer N11, Fleischmesser N10, Fleischmesser N9. Also ist einmal kurz, einmal lang. Schälmesser. Ja, sowas brauche ich auf jeden Fall. N8. Ich brauche die N8 und die S4. Brauche ich noch. Weil viele machen ja denn mit einem Kartoffelschäler und so. Und ich mag das nicht. Ich kann das nicht. Ich breche mir dabei die Pfoten. Ich nehme jetzt mein Unboxing-Messer. Ja, mein Unboxing-Messer. Ich schäle halt so. Und ich brauche halt was Kleines, aber da ist mir hier zu dick und das ist auch schon relativ stumpf. Ja, also da, ich habe jetzt ein schwarzes noch, aber da suche ich immer was Schönes. Allzweckmesser, das ist immer gut. Allzweckmesser kann man immer gut gebrauchen. Hackmesser, also Allzweckmesser ist N7. Hackmesser N6. Santoku-Messer ist N5. Brotmesser N4, Chefmesser N1. Ich glaube, wir haben das Chefmesser. Das werden wir gleich sehen, was wir haben. One-Trick-Card. So. Ja, wir haben ein Chefmesser. So. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das sowas auch mit bei ist. So. Das war's schon. Das kann man aber auch dann halt immer noch nehmen, um es vernünftig zu verstauen. So. Ich nehme mal hier. Ist auch nicht dünnes. Also das ist wirklich schon dickeres Plastik. Oh, hier. Ein Schutz. Finde ich sehr gut. Ja. Und hier haben wir dann halt eine Messertasche, da kommt es dann halt so rein.
Dadurch geht die Spitze nicht kaputt. Ihr könnt auch keinen verletzen. Ihr könnt es vernünftig wegpacken. Wenn das Kind reinpackt, kommt es nicht an die Klinge. Ja? Und wenn das braucht, nimmt das einfach raus. So. Schöner dunkler Holzgriff. Schöne Musterung. Hier dann auch nochmal das. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da. Zeichen. Ja. Er liegt wirklich gut in der Hand. Ist auch dick. Und eine richtig tolle Maserung. Ich hoffe, ihr könnt es relativ erkennen, aber ich glaube, ihr könnt das nicht so gut erkennen. Ich werde mal versuchen, nah ranzugehen. Jetzt so ein bisschen Holzmuster seht ihr. Und gehen wir mal. Ich werde mal so machen. So. Und werde mal reinzoomen. Vielleicht kann man es dann ein bisschen besser erkennen. Ich zeige mir beinahe ein bisschen geschnitten. Das ist echt sauscharf. Ja, jetzt könnt ihr es so ein bisschen sehen. Ha? Und was gibt es Besseres, um ein Messer zu testen? Wenn man das, man muss das Messer einfach mal benutzen. So. Dafür habe ich mir was hier hergelegt. Einmal ein Schneidebrett. Zwei Schüsseln mit Zucchini. Kommt frisch aus dem Kühlschrank. Sind auch abgewaschen. Muss man mal die Feuchtigkeit hier nochmal so ein bisschen wegmachen. So. Dass ich es besser halten kann. Ich wusste auch nicht, dass es gelbe Zucchini gibt. Ich kenne nur die grünen. Ja. Und ich möchte nämlich heute für mich und meine Tochter Zucchini braten wie Schnitzel. Dafür werden wir die Zucchini jetzt schneiden. Ich mache auch extra zwei Schüsseln, dass ich die trennt voneinander, weil die werden paniert. Also praktisch geschnitten. Dann werden die in Ei gewälzt und dann in Semmelmehl. Aber ich muss zwei Schüsseln machen, weil Grüne kennt sie schon. Sie möchte unbedingt die gelbe kosten. Deswegen muss ich zwei Schüsseln machen, damit man die besser auseinanderhalten kann. Alter, das sieht ja wie Butter hier. Wie Butter. Brauch nicht mal aufdrücken. Ich drücke nicht mal auf. Oh, gleich ins Plastik geschnitten. Ich mache mal ein paar dicke, mache ich auch mal mit drin. Ich mag es ja, wenn sie was dicker sind. Die Kleine mag sie aber nicht so dick, also da muss man immer dann mal so machen. Normalerweise schneide ich ja von oben. Ist jetzt halt schlecht, wenn ich von der Seite gucke. Oder ich mache nur eine, reicht heute auch. Dann kann ich die grüne morgen machen. Jetzt macht sie. Normalerweise, wie gesagt, stehe ich ja auf oben, also stehe und gucke auf. Jetzt bin ich halt von geradezu. Das macht sich halt wirklich ein bisschen doof. Aber geht ja nur darum, dass ich euch zeigen kann, wie scharf dieses Messer ist. So, jetzt müssen wir das mal anders festhalten. Ja. Zack. Und
fertig. Es schneidet saugut. Saugut schneidet das. Mal kurz ein bisschen trocken, damit man das besser sehen kann. Liegt auch wirklich gut in der Hand. Morgen, nee, Wochenende, während der Woche kochen wir eigentlich selten. Ja, liegt doch gut in der Hand. Ist wirklich nicht schwer. Also ich hätte gedacht, das ist ein bisschen... Also ich habe ja schon ein, zwei so, ne? Ein grünes und ein schwarzes. Und die sind wirklich wesentlich, wesentlich schwerer. Aha. So. Dann werde ich jetzt mal von Frauchen die Eier holen. Aha. Euch nochmal zeigen. Und dann geht es nämlich gleich los ans Panieren und Braten. Sehr schönes Messer. Schön mit der Tasche oder Aufbewahrungsbox. Ich find diesen dunklen Griff finde ich wirklich schick. Ich mag dunkles Holz. Es wird kein Holz sein, wird Plastik sein und Holzoptik. Ich weiß es nicht, aber es sieht sehr schön aus. Auch hier schön hinten mit Metall und dann halt... Ja. Auch mit der Musterung finde ich sehr schön. Ist ein sehr schönes Messer. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wartet jetzt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare packen. Ich werde euch dieses Messer verlinken bei Amazon. Ich werde euch aber auch den Paudin Shop verlinken. Ja, fehlt nur das O. Ja, oh, Dien steht ja schon da. Wenn Pau nicht wäre, sondern O, dann wäre ein Odin-Messer. Naja, ich werde euch auch den kompletten Shop verlinken. Da könnt ihr alle Messer finden und sehen. Vielleicht, wenn euch das Große jetzt nicht für euch ist, sondern eher ein Steakmesser oder ein Schälmesser, dann guckt euch das einfach mal an. Vielleicht findet ihr ja was Schönes. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.